Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe. Und heute geht es um die Frage, wie viel Zeit braucht man eigentlich für den erfolgreichen Handel von Optionen? Und wie lang das ist und was zum erfolgreichen Handel alles dazugehört, das besprechen wir heute alles im Video. Und vielleicht wird das den einen oder anderen ein wenig überraschen, nämlich von den Zeiten, die man tatsächlich benötigt. Wie viel Zeit braucht also ein erfolgreicher Händler, um an der Börse zu handeln? Viele Nicht-Börsianer, viele Nicht-Trader haben ja immer so die Vorstellung, dass man je mehr man handelt, umso mehr kann man Ertrag machen. Das ist aber nicht so. Es gibt ja schon mal ein Video, das habe ich schon mal gemacht, warum Selbstständige schlechte Trader sind. Und da habe ich euch ja auch schon mal gesagt, dass man eben nur durch Aktivität seine Handelsergebnisse nicht sonderlich verbessern kann. Das heißt also, ob du jetzt 4 Stunden davor bist oder 8 Stunden, das heißt nicht, dass du bei 8 Stunden das Doppelte verdienst. Und viele wird es vielleicht überraschen, wie viel Zeit man wirklich benötigt, um letztendlich zu handeln. Ich will euch ein kleines Beispiel geben, nämlich für den reinen Handel. Ich habe heute Morgen Positionen gehandelt, und zwar habe ich Optionen verkauft in einer Währung, im Euro, um ganz genau zu sein. Und zwar habe ich da insgesamt knapp 100 Optionen gehandelt heute früh. Der reine Handel als solches hat vielleicht 3 Minuten gedauert, ne? Also schnell die Option heraussuchen, in die Handelsplattform reinlegen. Wir haben das auf mehreren Konten verteilt und dann das Durchklicken. Das hat, wie gesagt, 3-4 Minuten maximal gedauert. Und wenn ich so über mein Trading nachdenke, dann ist es tatsächlich so, dass der reine Handel maximal, aber wirklich maximal 10 Minuten am Tag einnimmt. Das heißt, es gibt Tage, da machen wir überhaupt nichts. Das heißt, da bleibt das Rädchen hier völlig ungeklickt oder die kleine Maus. Manchmal dauert es vielleicht eine halbe Stunde, wenn man sehr, sehr viel machen muss. Aber mehr ist es in der Regel nie. Jetzt kann man aber natürlich nicht sagen, wenn ich also eine halbe Stunde am Tag habe oder 10 Minuten, werde ich ein erfolgreicher Händler. Nein, das ist es nicht. Sondern es gibt 2 Dinge, die man hier unterscheiden muss. Das eine ist der wirklich reine effektive Handel, also das Drücken, ne? Dass man sagt, okay, buy, sell, richtig was in den Markt reingeben. Das dauert, wie gesagt, bei uns maximal 10 Minuten am Tag im Schnitt. Das ist aber nicht alles. Warum dauert das allerdings nur 10 Minuten? Bevor ich auf die anderen Punkte komme, das liegt natürlich daran, weil wir erstens kein Chart-Watching betreiben. Ne? Also wir sitzen nicht den ganzen Tag vor den Märkten, schauen uns die Charts an, weil wir ja unsere kleinste Zeiteinheit, auf der wir uns Märkte betrachten, ist der Tageschart. Und da brauche ich halt jetzt nicht davor zu sitzen, muss sagen, okay, von 9 bis 10 passiert jetzt das und von 10 bis 11 passiert jetzt das. Sondern ich schaue mir am Ende des Tages oder mal zwischendurch einfach an, was ist denn heute. Ich muss aber nicht die ganze Zeit davor sitzen. Des Weiteren verfolgen wir auch keine News. Das heißt also, ich schaue mir nicht an, was kommen für Unternehmensnachrichten oder sonst irgendwas. All das hat im Handel bei uns keinen Platz. Wir wissen natürlich, klar, Mario Draghi spricht bei der EZB, dann werden wir nicht unbedingt in dem Moment eine Order absetzen. Aber ansonsten verfolgen wir keinerlei Nachrichten und deswegen, wir konzentrieren uns, wenn wir sagen, wirklich Handel, das ist wirklich das reine Drücken, maximal 10% am Tag. So, aber, und jetzt kommt das Aber, was kommt denn noch zum Handel dazu? Und da gibt es für mich 3 Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Nummer 1, das ist das Lernen. Nummer 2, das ist die Statistik. Und Nummer 3, das ist die Recherche. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, nämlich mit dem Lernen. Gerade wenn du neu bist im Handel, egal ob du jetzt hier wie wir Optionen handelst oder ob du irgendetwas anderes machst, Lernen ist das Allerwichtigste und das wird die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Und ich würde auch jedem empfehlen, der stundenlang vor dem Chart sitzt, lieber wegzugehen von den Charts, also jetzt nicht den Live-Handel zu verfolgen, permanent, es sei denn, du bist Daytrader, wobei ihr meine Einstellung zum Daytrading kennt, aber ansonsten lieber in dieser Zeit etwas zu lernen, was zum Handel beiträgt. Also, ihr könnt euch Videos anschauen, ihr könnt euch Webinare anhören, Podcasts, ihr könnt Bücher lesen, ganz, ganz wichtig, Trading-Zeitschriften, ihr könnt was über Psychologie lesen, was auch immer.
Aber das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr solche Dinge ganz einfach macht, dass ihr euch weiterbildet in Bezug auf Trading. Und ich sehe das immer ganz deutlich bei den Fragen, die wir zum Beispiel zum Coaching bekommen oder die manchmal auf Seminaren oder auf dem Börsentag oder irgendwo gestellt werden, dass sehr viele Leute den ganz oder schon relativ lange dabei sind und dann wirklich die allereinfachsten Dinge fragen, wo ich denke, hey, das kannst du doch in 2-3 Minuten im Internet nachschlagen oder das steht doch in Büchern drin, lies das doch mal. Und wenn ich dann so frage, Mensch, wie viel Zeit verbringst du denn so an der Börse? Und ja, ich sitze jeden Tag 8 Stunden da und verfolge die Märkte. Aber daraus lernst du in der Regel nichts. Ne? Also dieses Zickzack dir anzuschauen, daraus lernst du nichts, sondern du musst deine Zeit effektiv wirklich mit Inhalten verbringen. Ne? Und da gibt es ja heutzutage ganz, ganz viele Möglichkeiten. So, zweiter Punkt ist die Statistik. Statistik ist auch für mich sehr wichtig. Das heißt also, bevor ich am Tag überhaupt auch nur einen einzigen Blick auf die Märkte werfe, mache ich meine Statistik. Soll also heißen, ich werte aus, oder was heißt ich werte aus? Ich schaue mir an, welche Trades sind gestern gelaufen, wie mein Chance-Risiko-Verhältnis aktuell aus, oder besser gesagt, wie sieht die Trefferquote aus? Ne? Das sind ja so Dinge, die man aus der Statistik herauslesen kann. Wie handeln gerade welche Systeme? Das heißt, ich übertrage mir auch alle Trades per Hand in eine Excel-Tabelle. Also es gibt ja viele Programme, Trading Diary Pro zum Beispiel oder auch andere. Ich persönlich übertrage jeden einzelnen Trade in eine Excel-Tabelle. Warum? Weil ich persönlich der Meinung bin, dass ich dadurch mehr lerne aus meinem Handel heraus, weil ich mir dann jede Position nochmal aufschreiben muss, weil ich dann alles mir nochmal anschauen muss. Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh, das ist aber ein Riesenaufwand. Ja, es ist Aufwand, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass Börsenhandel leicht wäre und ohne Aufwand, dass man da viel Geld verdienen kann. Ne? Und ein bisschen Aufwand muss man schon betreiben und das unterscheidet halt dann die, die viel Geld an der Börse verdienen, von denen, die wenig oder gar kein Geld verdienen. So, und natürlich gibt es immer leichte Lösungen, Klick und dann ist alles da, aber dann brauche ich es auch nicht machen. Es ist meine persönliche Sache, aber ich mache meine Statistik per Hand und das auch jeden Tag. So, und jetzt kommt der dritte Punkt, 1, 2, 3, und das ist natürlich die Recherche und die nimmt natürlich viel mehr Zeit ein als der Handel als solches. Heißt also, ich mache zum Beispiel meine Morgenroutine, ne? Haben wir hier schon im Kanal öfters mal vorgestellt, die mache ich jeden Tag, egal was da kommt, ob ich Lust habe oder keine Lust habe. Heute hatte ich mal richtig Lust, die wieder zu machen. Manchmal ist auch so ein Tag, wo ich mich wirklich zwingen muss, sagen, ah, schon wieder, aber ich mache sie halt dann jeden Tag. Ich mache montags immer meine Wochenroutine, das heißt, ich schaue mir an, welche Signale bringt das BBDM-Modell, welche Signale haben die COT-Daten ausgesandt am Wochenende, gibt es neue Kaufsignale in verschiedenen Systemen und so weiter und so fort, wie sind die Volatilitäten, also die IVR zum Beispiel. All das gehört zu meiner Statistik dazu, beziehungsweise nicht so sehr zur Statistik, sondern eher zur Recherche gehört das dazu und das nimmt natürlich deutlich mehr Zeit als der reine Handel in Anspruch. Und das würde ich mal so bei mir mit ungefähr einer Stunde am Tag ansetzen. Jetzt habe ich persönlich den Vorteil, dadurch, dass wir ja auch Coachings machen und so weiter, mache ich es dann immer 2-3 Mal, weil ich es dann auch den Kunden noch mit erkläre. Aber auch wenn du das jetzt nicht machst, ich glaube, eine Stunde am Tag sollte man definitiv einplanen, um hier realistische und gute Ergebnisse erzielen zu können. Ne? Also so mal 10 Minuten am Tag drüber geschaut, das funktioniert ganz einfach nicht. Das ist zumindest meine Meinung. Es gibt ja immer so Werbeversprechen, ne? Mit 10 Minuten am Tag zum Börsenmillionär. Sind wir realistisch? Wer Geld verdienen will an der Börse, der muss dafür etwas tun. Das Tun ist nicht, auf die Charts zu schauen, sondern es sind die Arbeiten ringsherum. Eben Auswertung, Lernen, Recherchen und so weiter und so fort. Allerdings hört natürlich das Lernen niemals auf. Also auch ich schaue mir jeden Tag mindestens für eine Stunde irgendwelche Dinge an. Ich lese Bücher, Zeitschriften und so weiter. Einfach nur, um mich weiter fortzubilden. Mir geht es nicht darum, ich muss gerade lachen, wenn ihr was im Hintergrund gerade gehört habt, das war hier der Hund. Der lernt aber nichts. Der liegt einfach nur hier auf dem Boden und schaut mir zu. Also ich schaue mir auch jeden Tag noch irgendwelche Dinge an, nicht um den Heiligen Gral zu finden, sondern ich habe meinen persönlichen Heiligen Gral eh schon gefunden, sondern ich schaue ganz einfach, was
Gibt es vielleicht Neues? Wo kann man noch was verbessern? Was sind interessante Dinge? Weniger jetzt so Nachrichten oder sowas, sondern wirklich, dass ich lese mal wieder ein Börsenbuch oder was über Psychologie oder also irgendwas. Man nimmt überall eine kleine Information raus. Eine Stunde wende ich dafür mindestens am Tag auf. Und es ist jetzt nicht, dass ich sage, jetzt setze ich mich hin, jetzt wird eine Stunde gelernt, sondern indem man halt einfach auch ein Buch nebenbei liest oder dass man sich sagt, oh, das ist ein interessantes Video, das schaue ich mir mal an. Ne? Und also ich rechne da für mich persönlich mit mindestens einer Stunde am Tag. Das können auch mal mehr werden. Wenn ich was Interessantes zum Lesen finde, lese ich auch mal 2 oder 3 Stunden am Stück. Und wenn du jetzt Anfänger bist, dann wird das der größte Teil sein. Weil dann wirst du noch keine statistischen Auswertungen machen können. Dann wirst du auch noch nicht so viel recherchieren können, weil du noch gar nicht so viele Systeme kennst. Du musst am Anfang einfach lernen. Und jeder, der darauf verzichtet und sagt, ich habe ganz schnell was gelernt, in ein paar Minuten, so ein System ist doch ein paar Minuten erklärt, da braucht es nichts dazu. Und jetzt werde ich für alle Zeiten erfolgreich sein, das ist vollkommen unrealistisch. So, und das beantwortet übrigens auch die Frage, wenn er das mal so zusammennimmt, also lernen, Auswertungen machen, Recherchen machen und den eigentlichen Handel, warum es totaler Blödsinn ist, wenn manchmal Leute sagen, wenn jemand mehr handeln würde, würde er ja auch mehr verdienen. Ne? Also viele sagen auch immer, wenn du nicht coachen würdest, sondern du würdest lieber traden, dann würdest du ja viel, viel mehr Geld verdienen. Jeder, der sowas sagt, hat im Grunde genommen keine Ahnung von Börse, weil du kannst an der Börse deine Gewinne nicht erhöhen, indem du einfach mehr Zeit aktiv davor verbringst. Wie gesagt, das mag für einen Scalper gelten, das mag für einen Daytrader gelten, aber auch dann ist es so, auch gerade beim Daytrading, du hast bestimmte Zeitfenster, die gut funktionieren und der Rest ist verschwendete Zeit, da brauchst du nicht hinzuschauen. Und deswegen, die meiste Zeit, die ihr aufwenden müsst, ist eben für Weiterbildung, das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst etwas lernen, weil nur wenn ihr etwas könnt, werdet ihr erfolgreich sein. Und dann eben für die ganzen Vorbereitungen, ne? Trades finden, Trades analysieren, das Umsetzen selber, ein paar Minuten, das geht ganz, ganz, ganz schnell. Wenn euch das interessiert, wenn ihr auch mal ein bisschen wissen wollt, Mensch, was schaue ich mir denn zum Beispiel für Bücher an, was schaue ich mir für Videos an, was lerne ich denn so, wie sieht so eine Statistik aus und so weiter und so fort, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare hier rein und dann kann ich euch das mal ein bisschen näher zeigen. Ansonsten denkt dran, abonniert diesen Kanal, wir rennen straff auf die 4000 zu. Unvorstellbar, als wir diesen Kanal mal gestartet haben, ich bin hin und weg. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Zeit, nicht vor den Bildschirmen, sondern beim Lernen. Und wenn schon Bildschirm, dann maximal YouTube. Okay, in diesem Sinne, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.